Hi, willkommen zurück zu Final Fantasy 7, Leute. Wir genießen noch ein bisschen die coole Musik. Aber wir sind ja gerade hier im Knast von Corell und müssen unsere Leute befreien. Hier, das ist der Knabe. Oh. Er gehört ganz dir. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Hm, siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Cloud? Oha. Hä? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Chocobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen. Bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Mhm. Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst schieße ich deinen dämlichen Vogel auf und rate ihn mir schön kross. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Oh. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Okay. Gut. Habt ihr mal genug zu fressen? Ja, lustig, dass Billy auch hier ist. Ja gut, für ihn jetzt nicht so, aber... Chocobos müssen ordentlich aufgehübscht werden. Aha. Müssen, ne? So, magisches Pulver. Würde ich das brauchen? Nee, warte mal. Brauche ich das? Ich brauche nur 3 Stück davon. Nebelsaat, ja, Salbei. Oh, guck mal, Ungeheuerhaut. Ich kaufe gleich mal ein bisschen mehr. Ich habe ja genug Geld, ne? Wegen des Planeten, Ätherknolle und Gnade des Planeten. Es kann... Kann ich was Neues synthetisieren? Nee. Ach, guck mal, hier haben wir was Neues. Nee. Eieiei, da fehlt noch so viel für alles einfach. Liebe des Planeten, Oregano. Megaspray, Liebe des Planeten. Gunst des Planeten. Ja, und das Spoilerventil. Huh. Hochleistungsreif, dafür brauche ich einen Kraftreif. Hä? Warum auch immer. Egal. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Guck mal, die könnte ich auch noch bald machen. Wie viel habe ich denn auf der Wunschliste frei? 2 Stück. Wetzerkottelkralle, hochwertige Ungeheuerhaut. Nehmen wir das mal mit rein. So, es ist halt echt nicht viel Punkte, was es gibt hier. Hierfür brauche ich halt diese Planetenkram. Aber ich dachte, ich konnte irgendwie diese... Konnte ich nicht auch die Dinger des Planeten synthetisieren? Die Gnade? Ja, Segen des Planeten. Aber ich meine, kann ich auch die Gnade machen? Nee. Beziehungsweise, warte mal. Die Liebe kann ich... Oder die Gunst? Was kommt denn? Segen? Gnade, Gunst oder was? Und dann Liebe ist das Höchste, schätze ich mal. Des Planeten. Ja, ist egal, komm, scheiß drauf. Gar nicht genug peppige Accessoires geben für Chocobos. Ach, warte mal, ich hab... Ja, das ich brauch... hat ein Herz für flotte Chocobos. Daher der Laden hier. Ja, 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 kann ich bei dir was tauschen? Ich hab... Nee, ich hab wahrscheinlich... Doch, ich hab 7 Federn. Rodeo-Kram. Ja, ich kauf mal... Die Stiefel und den Hut, hä? Ja, ich muss halt mal wieder rauskommen hier, nur aber ich kann ja jetzt gerade nicht weg vom Goldsaucer. Liebe, Liebe, Liebe. Segen des Planeten und Barmherzigkeit. Ah. Irgendwo Aufzug. Lass mich raten. Ja, natürlich kann ich nicht. Also ich muss hier wahrscheinlich Gieserkraut bringen. Oder Knollen oder was auch immer die jetzt nochmal fressen. Ich weiß es nicht mehr. Pico ist anscheinend noch nicht bereit. Oh nein. Ihr habt's gut. Habt ihr mal genug zu... Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche?
Schon unserer kleinen Gang von Rumschleichern begegnet? Die wissen vielleicht was. Wobei du es vermutlich aus ihnen rausprügeln musst. Wow. Na, viel Glück jedenfalls. Ich soll Kinder verhauen? Alles klar, mach ich. Macht Sandbaden echt so viel Spaß? Warte mal, ich komme auf die Karte. Also. Kartenkiste. Vielleicht gibt es ja ein paar neue Sachen zu kaufen. Und hier, schwarzes Brett. Und da kann ich eh nicht hin mit dem Aufzug fahren. Ey, krass, guck mal, wir sind halt echt unten an den Säulen jetzt. Das ist ja wild. Das sollte ich wohl auch mal ausprobieren. Aus verneigt euch vor dem großen Gast. Ihr seid hier nämlich im Anblick. Willkommen im Gehirn Knasti. Wow. Wir haben drei Gitarren. Oha, der Sound geht gut rein, aber es ist natürlich wieder Musik, die... Ja, komm, scheiß drauf. Der Part wird eh wieder nicht monetarisiert. Alles gut, YouTube, danke. Leben am Limit. Das ist mein Alltag. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Du bist auf der Suche nach Gemüse. Habe ich nicht recht? Oh. Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug einen klitzekleinen Gefallen tun. Nee. Ich bin Besitzer eines Casinos. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Jemand sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten, hm? Oh, ist das dein Ernst? Vielen Dank. Ich muss jetzt diese Spiele... Ich bewundere ihre Fähigkeiten. Doch da sie den Ruf haben, unbesiegbar zu sein, kommen immer weniger spielfreudige Kunden ins Casino. Alles klar, ich muss sie besiegen. Ein Sieg deinerseits würde sicher auch andere Spieler wieder anlocken. Du findest die drei im Casino. Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich verhau die einfach. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Kartensammlung. Die eine oder andere könnte dir sicher von Nutzen sein. Naja, ich bezweifle's. Ja, ich habe eh schon Schwergewichte. Landwurm, Sandspeier, Chimäre, Großhorn. Okay. Oh Gott, nee. Ich glaube, ich guck mir vielleicht... Warum siehst du aus wie ein Tom Berry? Nein, echt? Ich habe gehört, dass dies hier ein äußerst gefährlicher Ort sein soll. Deswegen habe ich mich getan. In diesem Ganzkörperkostüm wird mich niemand erkennen. Und meine Anwesenheit wird beruhigend auf andere. Ich hoffe wirklich, dass es Barrett gut geht. Falls es etwas gibt, das ich tun kann, um seine Unschuld zu beweisen, lass es mich bitte sofort wissen. Mich machen die übrigens sehr nervös, so Tonberries. Ach, guck mal, ich habe doch hier... Oh, 15% Absorption des zugefügten Schadens, geil. Automatischer Einsatz von Waffenfertigkeiten. Wie habe ich denn? Oh, ich habe 80. ATB-Boost. Was macht das? Mit der Stand der ATB-Leiste verdoppelt, kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Aha. Gravitas. Das ist auf jeden Fall... Okay, jetzt kostet es 30, alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Danke. Ja, cool. Dann werde ich da gleich mal morphen. Braucht nämlich kein Schwein. Ich sag nur, wie es ist, ja. Autowaffen. Nee. Was ist denn das jetzt? Das war blau, ne? DP-Absorption. Ja. Der Quatsch hier wird eh nie voll werden. Das Gebet, das finde ich so ätzend. 2500 übrigens braucht die nächste Stufe. Ach mal. Gestärkte Abwehr. Protest und Wallum, ja. Analyse brauchen wir einfach. Feintechnik kann ich jetzt auch rausnehmen. Aber stattdessen mal lieber Gravitas. Schwerkraft. So, und was war nochmal seine Fähigkeit? Entfesselte Offensive. Mit dem Schwert jetzt. Okay. Ach, guck mal, machst du wieder. Der Fotograf wieder. Ich spüre. Dass wir uns gerade hier wiedersehen würden, das müssen wir fotografisch festhalten.
Ja, lass mal ein Selfie machen. Ja, weil so eine Leinwände hier stehen hat. Die Banditen hätten mich fast erwischt. Aber ich konnte sogar auf der Flucht noch Bilder machen. So nah dran ist man selten am Geschehen. Wow. Die Atmosphäre hier habe ich ganz gut eingefangen. Aber vielleicht findest du noch woanders ein gutes Motiv. Jo, gut. Ich habe eine Fotolocation markiert. Ach, guck mal, direkt den Goldsauce fotografieren. Aufs Maul! Sind dir deine Freunde etwa so egal? Ich wollte nochmal gucken. Mann, ey. Hey, wie wär's mit dem Typen da? Da wird mir direkt was. Da wird mir direkt was unterstellt hier. Was ich hier mache? Das geht dich einen Scheiß an. Haare färben machst du hier. Da habt ihr alle violett? Da macht man Schwert nach, ja. Ich will nicht die Kartenspiele machen. Hey, du da! Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. Möchtest du uns nicht ein wenig bei unserer Feldforschung helfen? Natürlich wird deine Mühe nicht umsonst sein. Du wirst eine wertvolle Belohnung erhalten. Es ist auch ganz einfach. Du musst nur mit allen Teilnehmern reden. Vier von ihnen werden dir eine Lüge auftischen. Nur ein Teilnehmer schwindelt nicht. Versuche herauszufinden, wer die Wahrheit sagt. Und dann? Ah, für einen Versuch verlange ich allerdings einen kleinen Obolus. Nur so am Rande. Herausforderung der Schwindler. Finde unter den 5 Mitgliedern dieses Seminars für Lügenbolde die Person, die die Wahrheit sagt. Jeder Versuch kostet dich 500 Gil, entscheide also weise. Drücke nach links, um dir die Herausforderung der Schwindler anzuschauen. Mit L1 kannst du heranzoomen. Schau dich danach sorgfältig in der Siedlung um, so kannst du die Lügner leicht überführen. Aha. Gibt nur eine Wahrheit. Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört, was? Ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann. Aha. Okay. Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder? Ich gehe allerdings gern hin, vor allem wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Warte mal, das überprüfe ich gleich. Was man haben will. Verdammt. Verpiss dich lieber, wenn dir dein Leben liegt. Man sollte hier. Boah, halt doch mal eure Schnauze. Vorsicht. Gib Gas. Leben am Limit. Leben am Limit. Okay, das ist echt voll laut. Holt euch, gib Gas, Leben am Limit. Was? Raus hier, aber Dalli! Ach, der Waffenladen heißt Totenstille. Okay, ich verstehe. Keinen Mucks hier. Einmal, ein einziges Mal, wenn ich oben ein. Tag gesagt. Yeah. Der mal dankt. Der Waffenladen ist super ruhig, also sie hat gelogen. So, jetzt ist Sense hier. Was? Raus hier, aber Dalli! Beruhig dich mal, ey. Ganz ruhig. Okay, also sie lügt schon mal, die Nummer 2. Weil der Waffenladen ist super ruhig. Lustig, aber auch die Geräuschstämmung, da hörst du ja gar nichts davon. Pass auf, hier verliert man schnell sein letztes. In der Zauberfibel haben sie jetzt ganz neu die Autobiografie von Bruder Garth reinbekommen. Garthdick bis zum geht nicht mehr. Ahaha. Garthdick bis zum geht nicht mehr. So, guck ich mir mal an. Verdammt. Vorsicht. Was ist denn die Zauberfibel? Ist die hier? Gesicht. Verdammter Dreck. Oh, ist doch alles ein Riesenbeschiss hier. Alles ein Riesenbeschiss hier. Reinspazieren. Gib Gas. Willkommen. Seht euch ruhig alles an. Bestaunt die Wunder meines Ladens. Die haben das gar nicht mit dem Garthdick.
Na, wie gefällt mein Laden? Ist er nicht atemberaubend? Ja, super. Oh, doch, warte. Oh, ich sehe, da hat jemand den Kennerblick. Das ist Gib Gas, Leben am Limit. Die Autobiografie von Gas ist gerade in aller Munde. Die Erfolgsstory des jungen Gas, der sich vom Außenseiter an die Spitze des Gefängnisses von Coral hochgearbeitet hat. Die Botschaft seines Meisterwerks ist laut Gas, es ist geil, ein Scheißkerl zu sein. Nach der Lektüre dieses Buches muss man einfach sein bisheriges Leben überdenken. Unsere Zeit ist zu kurz, um sie mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden. Da ist es ja. Gib Gas. Leben am Limit. Gib Gas. Voll super. Bestimmt nix, ha? Oh, doch. Patient entführt. Warte mal, das habe ich doch. Habe ich doch schon erledigt. Was steht da noch da drin? Ich muss doch den Kartenspiel am Zocker. Kommen Sie ruhig näher. Hier ist doch die Bar, oder nicht? Sie mich. Oh, ein vielversprechendes Opfer. Wow, die Rumschleicher. Genau, immer der Nase nach. Sei doch nicht so abweisend. Was seid ihr denn für Penner? Kacke, der spielt Spielchen. Sieh mal einer an, den kenne ich doch. Lass uns an den ruhigeren Ort gehen. Hab Gefallen an dir gefunden. Ihr wollt auf die Schnauze, ne? GGADS, gleich gibt's auf die Schnauze. Ich bin ganz lieber. Da wirst du nichts finden. Hä? Ach, doch. Da gibt's doch nichts. 1500 Gilde, ihr Pfeifen. Da wirst du nichts finden. Wo willst du denn hin? Oh ja, die Richtung passt. Gleich sind wir da. Oh ja, die Richtung passt. Genau. Na, da kommt mal her. Tada! Hier ist gar nichts. Jetzt, wo wir ihn endlich hier haben, können wir tun und lassen, was wir wollen. Wow. Pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier so läuft im Untergrund. Darfst du uns ruhig dankbar sein? Was? Ja. Und tschüss! So. Jetzt! Volle Kraft! Entfesselte Offensive! Bei gedrückter Taste werden drei Angriffe ausgeführt, Truppsoft wird verstärkt. Selbst schuld! Keine kommen! Los! Zeig, was du kannst! Alles geben, mach dich auf was. Das Spiel ist aus. Kein Mitleid. Alter. Selbst schuld. Zeig, was du kannst. Kein Mitleid. Das war's dann. Oh, der hat ganz schön Schaden gemacht, der Arsch. Mann, wieso hast du denn nicht gleich erzählt, dass du so krass stark bist? Wir haben so viel mitgenommen aus diesem Kampf. Eine großartige Erfahrung. Ist das so, oder? Klar. Ah, fast vergessen. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft. Nimm es an, bitte. Ich finde das so lustig, also, dass er sie eigentlich komplett zerhackt haben müsste. Wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Oder, Jungs? Na logo! Nimm uns das von vorhin nicht eben. Ja, wir sind eigentlich ganz lieb. Wow, wie er läuft. Füttere Pico mit etwas Gemüse, ja. So, mach
Ich mach voll hier. Schön. Gibt's hier noch was? Na dann. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich ja. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Aber mehr gibt die Wüste halt nicht her. Was ist hier los? Das Zeug hauen rein. Keine Ahnung, was hier drin ist. Auktion, ja. Die Bulle war nicht der Glücksgriff. Ist ganz schön was los dafür, dass es ein Gefängnis ist. Ah, getürmter Knasti. Das Zeug ist doch nur noch Wasser mit einem Pups Alkohol drin. Mit einem Pups Alkohol, du... Laut. Oh, der scheint dir bekommen zu sein. Das war unser berühmter Dünner Tom. Obwohl bis aufs Äußerste gestreckt, kommen seine bärigen Nuancen noch gut durch, was? Okay, bis aufs Äußerste gestreckt, ist es homöopathisch, oder? Willkommen im getürmten Knasti, der Absteige für alle Trunkenbolde. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Richtig. Gras, ja. Tja dann, hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte etwas verwildert sein, war da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Na, sieh es dir am besten selbst mal an. Da oben wimmelt es allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. Okay, ich bring da jetzt keinen Witz zu den hässlichen Biestern. Muss ja nicht immer. Nein, ihr könnt es vielleicht schon denken. Es geht um Ex-Freundinnen. Egal. Ich würde dir bestimmt nur im Weg stehen. Lass mich hier warten und such das beste Gemüse aus, ja? Ja. Holzstaub. Liegt hier einfach mal so rum. Oha. Auch nicht diese Kackigel. Das sind doch die, die so fies waren, oder? Armselig. Das war's. Los! Jetzt! Das sollte reichen. Das war abzusehen. Okay. Das war ja das, die machen dir die ganze Zeit die Gravitas, wenn man sie da zu kommen lässt. Und dann wird's richtig eklig. Und Kaktor! Hau bloß ab, ne? Aber nicht mit dem Gemüse! Das war's! Stirb! Genau so! Los! Na dann? Jawoll! Weg mit euch! Ich würde mich niemals mit so einem Kaktor anlegen wollen. Die sind echt fies. Ja, ja. Dunkel hier überall. Mit Zinkerz, ganz viel. Goldstaub, okay. Ist auch viel wert, schätze ich mal. Oh crap, ist es ein Quiesakottel? Halbewang. Bin mal so frei. Das kannst du denn? Wind ist wirksam. Das war's! Ich hab Gravitas, das könnte auch helfen. Ja! Jetzt! Oh nein. Jetzt! Bring wir's hinter uns! Stirb! Ja! Der Mutangriff, was?
Korrelfeldforschung. Okay, muss ich das viel erledigen. Der Mutangriff ist immer noch eins der besten, einfach weil es so reinhaut. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Was will der Kaktor bitte mit meinem Gemüse? Er schreit aber auch. Was ist da vorne denn los? Okay, das ist halt mit irgendwas Grünem zugewuchert. Ich krieg dich, Freundchen. Was für Geräusche macht der Kaktor? Kann ich bestimmt wieder nur runterspringen, später. Ja, wie gesagt, Kaktoren, die haben so einen Angriff, der heißt 1000 Nadeln. Da machen sie auf jeden Fall, och nein, sehr viel Schaden mit. Alter. Sehr gut. Jetzt oder nie. Volle Kraft. Das war's dann. Bring es hinter uns. Das war's dann. Okay. Ja, geht doch. Wobei es mit Riku wahrscheinlich spaßiger gewesen wäre, aber naja. Riku, Yuffie. Was sag ich denn bei Riku? Die ist doch aus X2. Der dicke Viecher wieder. Das war's. Das sollte reichen. Jetzt! Oh nein. Und tschüss! Weiter geht's. Oh, natürlich macht mir das auch Schaden, ne? So. Das reicht. Mal. Der führt mich ja überall hier an der Nase rum, das Vieh. Und? Toxin. Hat, glaube ich, Yuffie schon, oder, ja, Yuffie hat, glaube ich, Bio. Aber ist das was anderes als Toxin? Nee, ist dasselbe. Bio. Biora und Bioga. Ich krieg dich schon. Oh. Wenn es soweit ist, krieg ich dich. Mega Trank. Hot. DP-Boost habe ich schon mit jedem sogar, glaube ich. Cloud hat eh das Beste, weil er hat als Ohrring eigentlich. Das ist mega geil. Guck mal, das ist auch dieses grüne Zeug hier. Was ist das denn? Ach komm, Cloud. Da könntest du auch rückwärts doppelt so schnell rübergehen. Die wollen nur ein bisschen angeben mit der Optik wahrscheinlich. Aber sei gegönnt, sieht echt cool aus. Hört sich an wie so ein Äffchen. Oh nein. Wie die laufen auch alle so komisch.
Sorry. Auf die 12. Los. Ja. Phoenix. Jetzt. Oh, die armen kleinen Kaktürchen. Die waren jetzt gar nicht so wild. Normalerweise sind die echt schlimm. Es gibt, glaube ich, auch so einen Secret-Boss. Also im alten Final Fantasy 7 gab es das. Aber die waren also fast nicht zu besiegen. Oder der eine, meine ich. Was habe ich denn noch gehabt? Ich glaube, in Final Fantasy 12? Wo man auch in so einer Wüste spielt und in so einer Stadt und da muss man Jagdaufträge und die waren so schwer teilweise. War auch ein ganz komisches Kampfsystem irgendwie. Ja, ich bin wieder da. Ach, direkt über Waffenladen, ja. Ich habe gehört, dass die Schokobos in der Wüste Sandbilder bekommen, damit sie sauber werden. Vielleicht sollte ich Biko das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Jetzt verpasse ich auf. Psst. Im Laden lautet Regel Nummer 1. Ruhe. Warum stellst du auch alles dann so blöd auf? Ja. 3000 Gil. Sonst brauche ich nichts. Gar nichts brauche ich hier. Achte auf deine Waffen. Rumlärmt bekommt nichts. Ganz ruhig. Bloß kein. Oh, sorry, ich bin ein bisschen. Hey! Bin ein bisschen ungeschickt, sorry, tut mir leid. So, warte mal jetzt. Verpiss dich da! Ihr seid alle Lügner. Beziehungsweise bei ihm weiß ich es immer noch hast nicht so. Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört, was? Ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann. Im Anwesen von Gus gibt es eine Zeichnung von Stamp, dem treuen Hund. Ich mag den ja total. Der versprüht einfach immer so viel Energie. Aha. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestienbunker. Zum Beispiel die Schwarze Null. Schwarze Null? Warte mal, ich geh jetzt mal gucken. Ist was? Was man haben will. Verdammt. Willkommen im Torhof. Vorsicht. Beziehungsweise ich gehe noch mal kurz zu dem Barkeeper. Aber ich glaube, der sagt mir jetzt auch nichts Neues, ha? Sieht aus, als wärst du fündig geworden, was? Hätte nicht gedacht, dass meine Rühr-keinen-Finger-Methode so gut funktioniert. Aha. Wieso muss ausgerechnet ich hier überhaupt diesen Schund anpreisen? So, warte mal bei ihm. Verzeiht euch vor dem großen Gast! Ihr seid ja nämlich im Anwesen des Königs! Ich spüre eine ungestüme Leidenschaft. Dein Hund stampt, ja? Und den Gast. Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Wow. Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Ein Bild von Gus. Von Stamp. Chocobo-Rennen sind mir egal. Nur im Bestienbunker. Was ist das denn? Renn, du Vogel! Da hängt kein Bild. Was? Und wieder in einem Käfig. Naja, wenigstens diesmal nicht alleine. Hoffentlich ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf, Cloud. Ich kann es halt immer noch nicht sagen, ist jetzt dieser Cosmo Canyon. Ist das die Wahrheit? Weil hier gibt es kein Bild von einem Hund. Da? Das ist nur der Geier, aber kein Hund.
ist auch ein Bild von seinem Geier. Also ist das auch eine Lüge. Dann ist entweder das erste wahr mit diesem Drink. Oder das letzte in dem Bunker mit dieser schwarzen Null. Aber ich kann es schlecht sagen, weil ich weiß nicht, wo dieser Monsterbunker sein soll. Hä? Was? Das war ja mit den Karten. Das ist der Monsterbunker. Ah, Bestienbunker. Einmal in den Ring gestiegen gilt. Willkommen im Bestienbunker. Wir bieten genau den blutigen Nervenkitzel, den man oben vergeblich sucht. So, so. Wer sich hier im Kampf behaupten kann, den erwartet sogar eine Portion frisches Gemüse. Oh, geil. Kämpfen um Gemüse. Tätlingsbefall. Horde Ungeziefer. Noch nicht. Ja. Reise. Hochwertige Ungeheuerhaut. Ja, ich versuch's einfach. Aber eine Horde ist wieder so eine. Ja. Eine Horde ist genau wieder das, was ich nicht möchte. Okay, 3 ist jetzt keine Horde, aber egal. Das sollte reichen. Das war's. Jetzt. Das war's. Volle Kraft! Perfekt! Was ist das denn in der Mitte? Das war's. Da 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 da. Auch sehr cool. Wow, Stirnband ist fertig. Neuer Rekord. Oha. Ja, wahrscheinlich, weil ich es gerade das erste Mal mache. Naturgewalten, kämpfe solo gegen die Ungeheuer, die in manchen Regionen als Omen von Naturkatastrophen gelten, um dich des Preises. Dich des als Preis ausgeschriebenen Gemüse als würdig zu erweisen. Also ist das jetzt die Runde. Alles klar, kriegen wir hin. Ich fand es geil, im ersten da in Midgar, da konnte man ja auch gegen dieses Haus kämpfen am Ende. Ich hoffe, hier gibt es auch wieder so eine Arena. Alter. Creepy. Was? Drangsalieren. Stirb. Das sollte reichen. Bring es hinter uns. Das war's. Stirb. Es ist vorbei! Bam! Vagnadrana. War okay. Der Jingle ist cool. Yeah, super Ether. Geil, kann ich wieder schnüffeln. Ach, oh, schön. Wieder dem Wurmstich. Oh, dafür gibt's das Hückes. Hä? Na, egal. Ich dachte, das kann ich jetzt in der zweiten Runde schon. Also man muss wohl auch nicht alle Silkes Kraut, aber wahrscheinlich boostet das halt am meisten. Das macht ja gar nichts. Macht das viele Geräusche? Los! Alter! Was? Ja, wow, er macht's halt einfach wieder nicht.
Mist. Alter Schwede. Kein Problem. Oh, nee. Jawohl. Keinen Kampf. Und tschüss. Ja. Und tschüss. Verdammt. Alles im Griff. Oh, ich kann mir die auch abholen. Geil. Freut mich. Zeit zu kämpfen. Yes. Titan, hilf mir, scheiß Vieh Platz zu machen. Verdammt! Es wird schon. Verdammt! Ach komm. Muss das beenden. Jetzt wird abgerechnet. Das war's. Nein. Heute fertig, komm, bitte. .200, ja. Erhol dich. Oh. Krass, okay, ohne Titan hätte ich das nicht geschafft. Keine große Sache. Yeah. Abgeschlossen, neuer Rekord, Zirkuskraut, yes. Ja, also ich hätte vielleicht mehr blocken müssen, aber... Mein lieber Scholli, auf ein kampferprobtes Multitalent wie dich warten hier noch eine Menge Herausforderungen. Schau dich ruhig mal um. Ja, mach ich. Die Knochen will ich später haben, falls da noch welche übrig sind. Panische Angstschreie klingen. Was für Abschaum wird wohl heute in Stücke gerissen? Also das war jetzt auch nicht richtig. Das war das... Wie hieß das Vieh? Experiment 0, aber nicht Zahl 0. Oder? Was hat er gesagt? Das wären dann alle drei. Das damit sollte Pico so langsam fit genug sein fürs Rennen. Ich will aber mehr machen. Zurück zu Esther. Heute Abend. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestienbunker. Zum Beispiel die Sch... Und? Weißt du, wer von ihnen die Wahrheit sagt? Die Eins. In der Zauberfibel haben sie jetzt ganz neu die Autobiografie von Bruder Garth reinbekommen. Garstig bis zum geht nicht mehr. Hast du schon die Zeichnung von Stamp im Anwesen von Gus gesehen? Der sieht aus, als würde er einen jeden Moment anspringen wollen. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestien. Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder? Hast doch sicher schon mal vom getürmten... Was? Ach, wie schade. Deine Antwort war leider, meine lieben Teilnehmer. Eure Lügen waren nicht zu enttarnen. Versuch dein Glück doch noch mal auf ein neues. Mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hast du sicher Erfolg. Hast du sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört? Was ist die einzige Bar, in der man... Warst du schon im Waffenladen?
Ich gehe allerdings gern hin, vor allem, wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Ach, wie gerne würde ich mal in Gib Gas Leben am Limit reinlesen. Wirklich zu schade, dass das sie das Lüge. In der Zauberfibel nicht führen. Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gas bewundert? Du musst unbedingt nach dem versteckten Glückskaktor suchen. Im Bestienbunker gibt's so ein krasses Vieh, das sie Test Null genannt haben. Heftig, oder? Test Null? Und? Weißt du, wer von... Warte mal. Der Letzte, oder? Ach, wie... Hast du schon... Wer ordentlich Mumm hat... Wie ist das, Test Null? Ja, das war richtig, okay. Wer war es denn vorher? Ich weiß es. Ist auch egal. Völlig korrekt. Das war richtig. Dein Scharfsinn ist wirklich bemerkenswert. Habt ihr gesehen, liebe Teilnehmer? Ja. So aufmerksame Typen wie den gibt es überall. Es bedarf einiges, um auch sie hinters Licht zu führen. Aber mit meiner Hilfe könnt ihr das schaffen. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Bitte sehr, hier hast du deine versprochene Belohnung. In der Wüste ist Gemüse ausgesprochen wertvoll. Ich habe also nicht gelogen, oder? Das können wir doch bestimmt gegen irgendwelche Ausrüstung eintauschen. Bin mir sicher, dass uns das beim Rennen dann Vorteile verschafft. Einem coolen Kuss in die viel Gemüse, ich gebe ihm das erstmal. Als labern sie alle auf einmal. Warte mal, da geht's hier nur raus. Warte mal, da ist auch noch was? Achso, das war der mit seinen. Ja. Ein einziges Mal will ich oben. Verneigt euch vor dem großen Gast! Ihr seid gerettet. Ihr habt's gut. Habt ihr mal genug zu fressen? So. Was Gutes im Körbchen? Ja. Okay, das scheint wirklich alles schon zu reichen. Er hat wohl noch immer Hunger. Oh, der arme Pico. Ja, er liebt sein Herzchen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. Und wenn wir ihm zu viel geben, ist das schlimm? Zwei Herzchen! Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Babysitter. Ach so. Und falls ihr noch Stinkefinger übrig habt, kann ich es euch gegen Rennaccessoires eintauschen. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Ja. Ist das Laden Nebenauftrag entdeckt. Oh, da hast du ja was richtig Gutes gebracht. Okay. Alter. Okay, das sieht krass aus. Wenn du Grünzeug findest, dann bring es einfach zu mir. Na, sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche. Ja, ja, ja. Ach ja, versuch's mal bei dem Kartensammler. Na, viel Glück jedenfalls. Sag mal, ich hab das doch schon ausgerüstet mit dem Rodeo-Kram, oder nicht? Ah, nee, hab ich nicht. Süß. Einfach süß. Das ist auch geil mit dem Hütchen. Okay, aber ich finde das mit dem Gemüse auch geil, was man da kriegt. Okay, weißt du was? Ich hab mir doch noch Gemüse. Verneigt euch vor dem großen Gast! Oh, soll ich versuchen, diese Spiele zu gewinnen? Kann's denn echt keiner mit dem Alter? Wow, er ist der goldene Mann, oder was? Oh, ich sehe es dir an. Ja, ja, ja. Ich bin Mary und jetzt entscheide dich. Ja, ich muss wohl leider, ne? Ja, ja. So, Deck ändern. Alle raus. So, ich habe ja ein paar leckere neue Karten. Macht das Vieh denn 2? Das kostet 2. Macht aber nur einen Punkt. Okay.
Boah, die kosten halt 3 alle, aber die machen auch richtig viele Punkte. Warum kostet der Zauberpott eigentlich so viel? Sehe ich nicht. Das kostet 3, bringt aber 5, Alter. Kostet 2, bringt 4. Nehmen wir das mal mit rein. Boah, er bringt halt 4, aber kostet auch wieder so viel. Der kostet gar nichts? Oder was? Oder sehe ich das gerade falsch? Der ist auch gut. Der Pilz. Ja, kann man beide hinzufügen. Wenn diese Karte zerstört wird, wird... Warte, was? Die Fährte des Kronpilzes deiner Hand hinzugefügt. Sturmgardist. Aha. Wenn diese Karte ausgespielt wird, regeneriert sich die Stärke von Gegnern. Karte ohne Fähigkeiten oder besondere. Da kommen wir auch mal rein. Problem, ich brauche halt auch mehr die 1-0 machen. Ohne besondere Fertigkeiten. Ich bin halt so kacke darin. Wenn die Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten gegnerischen Karten, die von diesem Effekt betroffen werden, auf 4. Alter, sogar von Verbündeten, das ist ja blöd. Warte, nehme ich so mal rein. Wenn diese Karte zerstört wird, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was taugt. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von Gegnern. Gewöhnliche Karte oder besondere Fertigkeiten. Ich brauche etwas, was so progressiv nach vorne mal was macht. Quetzalcoatl. Aber wir starten einfach mal. Ich bin wahrscheinlich eh zu schlecht. So. You lose. Tausch die einfach mal aus. So, bitte gib was Gescheites. Ja. So. Quetzalcoatl. Ist jetzt gut, was ich mache, oder schlecht? Scheiße. Ah. Nee, da mache ich, wenn schon, doch. Minus 2. Mach deinen Scheiß kaputt. Was bedeutet eigentlich das hier? Ach, damit kann ich verbündete Karten zerstören. Okay. Interesting, interesting. Bam. Kannst du doch eine Karte ablegen, ne? Wenn du jetzt nicht meine kaputt machst. Scheiße, macht er auch noch. Ha. Ja, das geht leider nicht. Ich muss eine Karte von mir zerstören, ja? Das ist doch kacke. So, wenigstens Gleichstand. Wow, es gibt Unentschieden. Es sei denn, ich mach die kaputt.
Nein, es sei denn, ich mach die kaputt. Aha. Okay, ich hab gewonnen. Blöde Kuh. Obwohl ich dieses Spiel hasse. Yay! Eine neue Karte. Die Todesklaue. So, so. Bei Zerstörung von gegnerischen Karten nützt sich die Stärke ihrer Karte um 1. Autsch! Sowas aber auch. Das Ergebnis muss ich mir erst einmal schön trinken. Ja, mach Willst das. Willst du ein Geheimnis hören? Nicht wirklich. Eigentlich brauche ich ja ordentlich Sprit, um bei BDK so richtig in Fahrt zu kommen. Aber in letzter Zeit übe ich mich doch lieber ein wenig in Abstinenz. Neulich habe ich nämlich wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und während des Spiels einen ziemlichen Absturz gehabt. Da hat mich dann so ein merkwürdiger Kerl im Rausch zugetextet. Und darum zählt die Partie heute auch gar nicht. Ohne meinen Stoff bin ich nämlich nicht in Höchstform. Nächstes Mal trinke ich dich erst unter den Tisch und ziehe dich dann beim Kartenspiel über den Tisch. So machen wir das. Leute, ich mache jetzt mal Pause. Ich werde mir mal einen Guide raussuchen, wie man ich jedes Spiel ganz einfach gewinnt. Spielende Statue. Du weißt, es ist lame, aber ich habe keinen Spaß an sowas zu verleihen. Bestaunen Sie mich. Nee, lass mal. Leute, danke fürs Zusehen, für die Likes und die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Final Fantasy VII. Tschüss, macht's gut.